Welcome, ladies and gentlemen, zu einem neuen Video von Lordamix Studios. Wir gucken uns diesmal die Pre-Release von Minecraft 12W08A an. Hier bin ich, der Philipp und Dennis. Yee! Aus dem Nichts. Ja, und hier stehen wir schon vor der ersten Neuerung, nämlich Treppen. Ich finde das so doof. Ich verstehe auch nicht, was es bringen soll. Treppen, naja, wenn man andere. Man muss halt einfach nur an die Unterseite eines Blocks klicken und schon platziert man Treppen über Kopf. Er ist hier irgendwo. Der Hobbit. Ich krieg den, ich sag dir, ich krieg den. Da drüben, hinter dir. So, das dann gibt Krieg. Dennis, dann naja. Gucken wir uns mal die neuen. Gut, es gibt auch wieder in dieser Erweiterung ein paar kleine Neuigkeiten. Zum Beispiel, dass die Leuchtung überarbeitet wurde. Das heißt, endlich leuchten die Redstone-Lampen auch. Und ja, die es Dorfbewohner. Gibt einen neuen NPC, da sieht man ihn ja schon. Er ist groß, fett und hässlich. Ein Eisen. Was macht er da? Naja gut, der beschützt eben die Dorfbewohner vor Zombies. Ich präsentiere mal kurz, was die mit einem... Na, Dennis, präsentiert. Nein, ich hab's schon heute okay, slash Game Mode. Außerdem nimmst du auf. Okay, und... Und... Wow. Eins, zwei. Zwei Schläge und man ist tot. Tja, und er hält 12 Diamantenschläge aus. Naja, viel Zeit hat man da nicht. Was passiert eigentlich, wenn ich einen NPC da angreife? Nichts. Das interessiert ihn den Scheißdreck. Hauptsache er ist glücklich. Hauptsache ihm passiert nichts. So, dann zeigen wir auch mal das nächste nämlich gleich. Ja, guckst schon richtig, ich töte einen. Was nämlich nachts hier passiert. Ja, ganz gut. Machst du was? Nacht? Denn? Oh ja, Entschuldigung. Jetzt macht er das auch. So. So, und man sieht jetzt schon, Hobbit, hör auf. So, man sieht... Sie verkriecht sich in ein Haus. Sie verkriechen sich in ihr Haus, die Golems laufen jetzt rum. Und jetzt bräuchten wir eigentlich... Weil unterhalten sich dann auch. Ich unterbreche das Gespräch mal. Leute! Ich spawn mal ein paar Zombies, um das zu präsentieren. Alter, Zombies! Und der Eisengolem macht sie fertig. Tja. Er schaufelt sie in die Höhe. Er schaufelt sie weg. Er paddelt ihn ein. Das sind viele. Mal sehen, ob er es gegen die aufnehmen kann. Naja. Und wie üblich kloppen sie die Türen ein. Irgendwie interessiert das Ding gerade irgendwie einen Scheißdreck. Irgendwie schon. Der wirklich very unbeeindruckt. Alter. Naja gut, dann das sieht irgendwie aus wie Ameisen, die Zucker haben wollen. Tja, nur dass es eben diesmal das Hirn des Typen ist. Ich mach euch mal auf. Tja. Naja, es gibt hier diese und jene Bugs. Wie oh, immer. Der Eisengolem hilft da drüben. Wo? Da drüben klöppelt er. Nicht sein Ernst. Doch sein Ernst. Der hat. Das! Ey, guck mal, ein Dorfbewohner hat einen Zombie im Haus eingesperrt. Mann. Die werden auch immer klüger. Alles sehr buggy noch. Ja. Na los, Eisengolem, tu deine Dienste. Puff. Hobbit macht wieder Schießübungen. Und ich werde jetzt mal versuchen, so einen Eisengolem zu töten. Und punch. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und man bekommt 2 Rosen und 4 Goldbarren. Rosen gibt's jetzt auch. Ach so, ja. Gott sagen, Rosen, ja. Gut, ja, mehr gibt's zu dieser Pre-Release nicht zur Sorge. Ja, wie gesagt, wurden die Lichter ein bisschen gefixt. Es gibt den neuen, ziemlich aggressiven Eisengolems. Mein Computer hat wohl eine Ralle bekommen, also dies und jenes, die üblichen Sachen des Alltags. Und man kann sinnloserweise Treppen überkommen. Tja. Das ist Stress da unten. Ich würde gerne wissen, was sich die Entwickler dabei mal wieder gedacht haben. Na komm, also platzieren wir einfach mal die Eisen... Nein, ich meine mit den Treppen. Platzieren wir einfach mal die Treppe über Kopf. Mal gucken, was wir damit machen können.
Da hättest du mal auf die Idee kommen. Nee, die können auch. Können natürlich auch an der Decke oder Wand laufen. Aber nein, das bleibt uns verwehrt. Wir dürfen schön auf dem Teppich bleiben. Bloß nicht hier an solchen Wänden. Oh, da drin ist eine Truhe, wahrscheinlich wieder eine von diesen Dorfen. Ja. Zwei Diamanten. Ja, die sind immer wirklich voll. Naja, wirklich lustig oder was auch immer war das jetzt hier nicht. Es sollte einfach nur. Na. Mehr gibt's dazu nicht zu sagen. Ein kleines Review zu dieser Version sein. Und das war's dann auch schon, Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö.